Ja, servus meine Lieben Jungs und Mädels, da wir kommen zu 4-2 jetzt. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach ein neues Spiel. Ich kenne 4-2 absolut gar nicht. Ich habe das Spiel noch nie voll gespielt, gehört, gesehen, whatever. Ich kenne zwar den Namen, 4 sagt mir schon was. Im Endeffekt 4, klar, das Wort 4 gibt es natürlich auch, aber das Spiel 4 sagt mir schon was. Es ist halt irgendein Gruselspiel, das wusste ich halt immer. Aber ich habe das noch nie gespielt, noch nie gesehen, noch nie angefasst. Deshalb das allererste Mal heute blind dieses Game hier. Wir fangen einfach mal an. Ich habe keinen Plan, was auf mich zukommen wird. Kampagne 4? 2? Keine Ahnung, wir starten einfach. Ich bin mal gespannt, was mich hier erwarten wird. Ich habe halt unter Google, habe ich nachgeschaut, Scariest Game Ever. Und da tauchte das auch auf, komischerweise. Deshalb gucken wir einfach mal. Vortritt zum Fortfahren. Okay, Speicherdaten. Bitte den Computer nicht abschalten. Da bin ich ja mal gespannt, was mich jetzt hier erwarten wird. Warner Brothers Interactive Entertainment. Oh. Von Warner Brothers ist das Spiel. Ich bin mal gespannt, was das überhaupt für ein Spiel ist. Ich habe halt auch keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Worum es im Spiel geht, was das sein soll. Ich kenne halt nur immer dieses Bild von diesem kleinen Mädchen auf dem Cover. Mehr kenne ich halt auch nicht. Und scheinbar, das ist irgendein Gruselspiel, wo scheinbar sein soll. Keine Ahnung, frag mich nicht. Also, wirklich, okay. Okay. Ja, das Mädchen ist abgehauen. Okay, ich bin im Spiel drinne. Abschnitt 01. Jetzt bin ich mal gespannt. Pass mal auf, jetzt bin ich mal gespannt, was mich hier erwarten wird. Ist das Mädchen wieder? Okay. Das ist wieder das Mädchen. Ist sie wieder weg? Was ist das? What? Bin ich denn jetzt? Hä? Alter! Schön zu sehen, mein Lieber. Ihr Wichser. Setz dich, Red. Beckett, ich muss deinen Visor kalibrieren. Okay, ich spiel schon was älter, ich sehe es. Was wollen die denn von dieser Aristokratie? Alter, ihr Wichser, ey. Wir stellen keine Fragen, Red. Wir gehorchen. Oder von COD geklaut. Ist Genevieve Aristide, Präsidentin der Armacom Technology Corporation. Sie ist offenbar in ihrem Penthouse gefangen. Wir sollen das Haus sichern und sie in Gewahrsam nehmen. Sicherheitsgewahrsam. Nichts zerstören, auch wenn sie sich wehrt. Und wir müssen durchaus mit Widerstand rechnen. Sie hat offenbar mit dem Blutbad in der Armacom-Einrichtung zu tun. Wie ich sagte, keine Fragen. Sie ist ein wichtiges Ziel und wir sollen sie einkassieren. Also werden wir das tun. Streng nach Lehrbuch und ohne Mätzchen. Bleib locker, Top. Was kann die Geschäftsfrau schon tun? Eine böse SMS schreiben? Sie ist nicht das Thema. CENTCOM glaubt, der Aufsichtsrat von Armacom möchte seine Spuren verwischen. Und dazu könnte gehören, Aristide auszuschalten. Fox, geh mit Stokes. Keegan kommt mit mir. Beckett, Red, Manny setzt euch vor dem Gebäude ab. Wir treffen uns in der Lobby. Dir das sagen, das ist der höchste Rang hier. Denn ich mag Heulsusen nicht. Also, los jetzt. Mann, Leute, Finger okay. Halten. Der Auftrag lautet, Aristide. Was, ich muss nicht mit dem da rumlaufen, oder was? Scheißdreck, Mann. Was ist an der so wichtig? Sollen das doch die Bullen machen. Sei froh, dass wir nicht in die Armacamp-Zentrale müssen. Die Aufklärungstrupps dort hat's in Stücke gerissen. Der Laden ist außer Kontrolle. Okay. Ich habe zumindest schon mal eine Knarre, das ist schon mal gut. Okay, zielen kann ich nicht. Ich kann aber einen Kick geben. Klatsch, Junge. Okay, PDA aktualisiert, Tabulator PDA aufrufen, weitere Informationen im PDA. Nehmen Sie Genevieve Organisation in Sicherheitsverwahrung. Treffen Sie sich mit dem Team in der Lobby des Gebäudes. Okay. Wie sieht's aus? Alles ruhig, Captain Tom. Griffin. Okay, gehen wir hinein. Okay. Der Haupteingang ist offenbar blockiert. Wir gehen rein. Muss ich gerade sagen. Ein bisschen blockiert, ne?
Auf, Kollege! Guck mal, voll einfach. Hier kann man doch durchgehen. Vielleicht können wir durch die Kaffeeküche. Die Türen sind verrammelt. Wir sollten einen anderen Weg suchen. Schau dir okay. das an. Mann, das nenne ich mal edel. Wir gehen hier rein. Top. Jemand hat den Hausmeister auf dem Klo erwischt. Von hinten in den Kopf. In der Lobby gab es auch Tote. Einer sicher, der andere wahrscheinlich, dem Blut nachzuurteilen. Beeilt euch, Leute. Das sind aber viele Stufen. Was war das gerade? Ich glaube, das Tor ist zu, Junge. Du willst doch nicht wirklich die Stufen hochlaufen, oder? Ja, was denkst du denn? Ich sehe jetzt irgendwo ein Dingens vor uns, oder was? Was ist mit der Tür? Welche Tür? Was ist denn hier eine Türe? Ach, die. Ja. PDA-Taschenlampe F. Okay, cool. Flashlight, wie halt immer, F. Hast lang gebraucht. Beckett hat die Aussicht bewundert. Es gibt Ärger. Los jetzt. So zielig? Unterm Tod Ernst? Beckett. Ja, wie? C. Hat der die Steuerung denn erfunden? Achso, lol. Ich bin mir voll weggedrückt. Hinterzimmer klar. Moment mal. Sekunde. Steuerung. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir absolut gar nicht. Moment mal. Kriechen. Ja. Auf Shift. So, warte mal. Interaktion. Das hatten wir jetzt auf C, ne? C war auch irgendwas Unnötiges jetzt gerade. Ich glaube, noch C. Können wir, ach nee, das geht gar nicht. Warte mal, machen wir was anderes. Auf C, Nahkampf. Genau, den machen wir auf C, ja. So, dann ist nämlich oben das weg, genau. Und rechte Maustaste machen wir jetzt Zielen. Wo ist denn Zielen? Taschenlampe nachladen. Feuermodus umschalten. Nachladen. Granate. Nächste Waffe. Vorige Waffe. Feuer. Kriechen. Sprung. Vorwärts. Beispiele. Wo haben wir denn jetzt? Wärmebild. Ansehen. Zoomen. So was hast du 2. Okay. Gucken wir mal. Stimmt das? Tatsache, es stimmt. Da ist ein Privataufzug zu Aristides Penthouse. Aber ja, schon viel besser. Ich brauche ein bisschen, um das System zu knacken. Oder geht ihr lieber zu Fuß? Vergiss es! Schön die Beißwaffe, ist cooler. Wohl ein Schuss in die Arterie. Die Arterie? Meinst du die Arteria subclavia oder die Carotis? Jemanden wegen seinem Wissen zu foppen, ist ein Zeichen von Unsicherheit. Wir müssen Aristid finden. Jetzt! Richtig. Fox, wie sie heißt? Sichere den Eingang. Red, du die Treppe. Der Rest kommt mit mir. Die Treppe? Alles klar. Was soll das, Top? Das sind ewig viele Stufen. Viel nicht Spaß schon wieder. Keegan, was ist los? Mist! What the fuck? Du Hurensohn. Er blutet. Verdammt! Ich stütze ihn. Stokes, Beckett, weiter. Die Weste hat viele Kugeln abgefangen, aber eine ging durch. Schlimm. Naja, er überlebt. Was war das jetzt gerade? Ich bin Stokes alleine hier. Oh, hallo, Baby. Lass mal hier ein bisschen... Arsenalauswahl. Ich glaube, sie haben meine Arterie getroffen. Mann, lass es gut sein. Okay. Schöner Blick, was? Schön. In Ordnung, Beckett. Wir sind nur zu zweit. Pass auf, ich zähle auf dich. Klar, Baby. Ja, Zeit, Mann. Und nach dem Ganzen hier gehen wir mal einen Kaffee trinken, würde ich sagen, ja? Was ist los? Todd, wir brauchen Kontakt. Oder der Bonus ist hin. Abknallen. Haben wir. Lade nach! Hallo! Ich hab nachgeladen! Du kannst ja gar nichts. Wo bleibt dieser Schrapper? Ich will die Unterstützung!
Kann sagen, hallo, stimmt da mal der Kollege? Ich verstehe jetzt nicht, was hier dann gruselig sein soll an dem Spiel. Ja, die eine Szene, die war jetzt halt ein bisschen uhr. Na, aber mehr auch nicht, um ehrlich zu sein. Ja, Baby, mach auf. Ich suche den anderen Eingang. Danke, sexy. Jo. Brad, wo steckst du? Treppensteigen. Boah, hoffentlich stirbt der gleich. Der mir jetzt schon. Ach nee. Wie, ein Hubschrauber. Wie. Wo ist er? Achso, ach, der ist böse. Muss man mal einer sagen. Natürlich wissen. Aber jetzt einfach hier durch. La 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 la. Bin ich albern? Nein, ich bin nicht albern. Ja, hallo, ich will das hier eigentlich spielen, um mich zu fürchten. Nicht hier um die schlechteste Synchro aller Zeiten und die schlechtesten Schauspieler aller Zeiten zu sehen. Oh, was ist das? Viel Glück, was ist das für ein Begriff? Ihr Aufruf. Ich könnte die habgierigen Kandidaten umladen, um sie wie gewünscht abzuholen, und würde jedoch mit auf Sicht um 30 Minuten ein Sonneinsatzteam zur Schranke stellen. Bla 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 bla, kein Bock zu lesen. Das Haus wird angegriffen. Ich denke, das sind Colonel Vanek's Leute. Ja, laber. Das ist der perverse Killer, der für den Aufsichtsrat die Drecksarbeit macht. Finden Sie mich. Ist der fette Wichser, ey? Yeah. Licht, Bebern. Sehr gut. Dann hatten wir auf G. Alles klar, go, Junge. Ja, tolle Granate, er ist getroffen. Ja, voll die billigen Granaten. Sind die aus China oder was? Knall mal mit der Pistole ab. Ja, Mann, Revolver hält hier. Kein Problem. Alles einsammeln hier. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Ich weiß, ich muss einsammeln. Warte, 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 ich muss einsammeln. Ist da noch was? Ist da noch was? Ist da noch was? Ist da noch was? Was ist denn mit dir los? Aber es hackt hier. Hui. War ich nicht. War ja was anders. So. Okay. Oh, Alter, die Steuerung. Der Shit. Toll. Super. Hammergeil, was war das denn jetzt? Kann ich eigentlich. Na schade, Steam wollte ich gerade sagen, Steam-Sprung. Der Werfsprung geht irgendwie nicht hier, ne? Ha! Nix mit Alkohol. Nicht am helllichten Tag. Was ist denn hier los? Sind wir alles Alkoholiker oder was? Piratisiert. B. Feuermodus. Feuermodus. Achso, cool. Ja, brauche ich aber nicht. Wurde auch Zeit. Versuch, Stokes und Beckett zu erreichen. Okay. Ja, ich habe jetzt gekriegt. Habe ich echt einen Raketenwerfer dort? Das wäre zu schön gewesen, mal zu sein. Was kommt da jetzt runter? Boah. Oh, mal ehrlich, also die haben mich ja fast. Die hat mich ja fast verletzt, du ey. Boah, leck mir am Arsch, ey. Ja, also die waren auch richtig gut, die Typen jetzt gerade. Ich merke schon, das Spiel ist megamäßig schwer. Sieht das Ganze sogar ein bisschen ins Lächerliche? Ja, ich glaube schon. Wo ich eigentlich mehr wirklich viel Leben habe, ne? Oder kann das sein? Wie kann ich denn ein Medikit usen? Oh! Verdammt! War die falsche Taste. Keine Ahnung. B? Nee, V? Auch nicht. C auch nicht. Der auch nicht. H, Z. Option. Das ist so eine Funktion. Was haben wir denn hier? Medipack, Medipack, Medipack. Granate, Nahkampf, Taschenlampe, benutzen. Feuermodus, Nahkampf, Feuer. Gibt's gar nicht. Wieso habe ich denn unten? Ach doch, da warte ich. Ich habe gerade irgendwas Medipack gelesen.
Minikit, Z. Ah, natürlich, natürlich auf Z. Sicher doch. Da brauche ich gar nicht. Ach, das ist meine Rüstung. Ach so, meine Rüstung ist gleich im Arsch. Okay, das ist was anderes. Gut. Kein Problem. Alter, ich kann Tisch umstoßen. Ja, Mann, alles umstoßen. Da gehe ich gleich lang, warte. Erstmal noch hier lang. Gucken, was hier neu ist. Alter, cool. Eine Bühne. Ja, ne? Ey, cool. Oh, alles verschießen. Wir treiben die Kaution wieder hoch. Die kommen ja nicht ungeschoren davon. Ja, ist hier noch irgendwo was? Ich glaube nicht, oder? Ja, also ich muss schon sagen, das Spiel ist wirklich sehr, sehr vierend. Vierend, voll der Witz und so. Jetzt vielleicht ab und zu mal ein Schocker dabei, aber wirklich gruselig finde ich das Spiel jetzt auch wieder nicht. Ja, habe ich jetzt eine neue Waffe gekriegt? Och Mann, schon wieder keine neue Waffe. Ich auch. Wir sehen vermutlich alle hinter Kolonien. Das Spiel ist ja voll cool. Das Spiel ist ja mega nice. Alter, mit einem Hieb alle getötet, Junge. Wie geil war das denn jetzt, bitte? Oh Mann, ich dachte, das Spiel wäre ab 18, ey. Kann doch nicht sein, ey. Ich kann nicht meine Körperteile abtrennen, ey. Schade. Aber Rüstung bräuchte ich gleich mal. Ich habe gleich keine Rüstung mehr. Dann könnte es sein, dass es vielleicht nicht mehr ganz so lustig ist, das Spiel. Ich hab 54 Munition, ey. Leck mich am Eimer, ey. Alles ruhig. Statusbericht. Statusbericht. Ich bin tot. 3 Minikits mittlerweile. Sehr gut. Oh, dann lass mal ein bisschen Minecraft spielen. Minecraft! Yeah! Nein, Quatsch, natürlich nicht. So, was haben wir hier noch? Können wir hier rein? Versperrt. Mistteil. Okay, dann gehen wir halt hier raus. Wieder gucken. Ey, cool, ich hab Füße. Cool. Okay, da unten will ich nicht runterfallen. Deshalb springen wir hier rüber. Oh. War es Absicht, dass man hier rein soll? Ich tippe mal. Ich tippe einfach mal, dass es Absicht war. Hallo? 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 Jetzt muss ich zugeben, jetzt habe ich gerade so ein bisschen Pipi in der Hose. Wie Chuck Norris, ich gehe nicht einfach... Ich muss ins Wasser. Pass mal auf, 100% versichert, dass ich ins Wasser gehe. Achtung! Ich wusste es. Ich habe das Spiel noch nie voll gespielt. Da drin und schwebt im Dunkeln. Der Typ ist irgendwie krank, oder kann das sein? Ist der gestört im Kopf oder sowas? Guck mal, geile Kunst. Naja, egal. Der ist irgendwie gestört, oder? Der Typ, kann das sein? Oh, cool. Neue Rüstung. Yeah. Also kann man sich ja natürlich auch noch mit Munition einkleiden, die man einfach durchs Fenster greift. Oh, nicht schlecht. Flashlight. Wo muss ich denn hin? Ach, hier wahrscheinlich lang, oder? Achtung, und... Ja! Ja! Halt mal!
Vorwärts! Jetzt gibt's hier völlige Action! Super. Jetzt hab ich mich. Ich hab voll. Eigentlich dann unnötig, was ich gerade getan habe. Ich habe hier meine komplette Rüstung gerade in den Müll geworfen. Hey, Datennetz. Die Aufsichtsrat ist. Hat ihren Bericht über das Massaker auf dem Pseudo irgendwas. Ach komm hier, ich mal es durch. Falls ihr das durchlesen wollt, bitte hier. Habt ihr jetzt die Chance dazu. Ist völlig wichtig und so. So, jetzt habe ich natürlich meine ganze Rüstung hier verquatscht und so. Also verquatscht mit Quatsch gemacht. Mega nice. Naja, ist egal. Wir haben noch 3 Minipacks. Zur Not müssen wir halt mal jetzt schlucken, ne? Kein Problem. Kunst. Bin ich albern? Nein, ich bin nicht albern. Ich bin cool. Ich bin ganz cool heute. Kunst. Ja, dann würde ich sagen, weitergehen. Hallo, guten Tag. Na, wie geht's dir? Scheinbar nicht mehr so gut. Du bist nämlich scheinbar tot. So, Muni. Was haben wir hier? Komm nicht rein. War klar. So. Beim nächsten schalten wir mal mit einer Pistole wieder aus. Na, komm. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Okay, ja, ich gehe hinten hin. Sehr gut. Harlem, das muss aufhören. Sie ist zu gefährlich. Sie sagen, ich soll meine Tochter einsperren. Du hast es gewusst. Wir wussten es beide. Ich kenne mich halt kein bisschen mit der Cool. Ich kenne mich halt kein bisschen mit der Story aus, muss ich zugeben. Ich habe 4 vorher noch nie gespielt. Zumindest 4.1 noch nicht. Das ist zumindest, ich habe noch keinen Teil vorher gespielt. Cool, kann ich mich duschen? Verdammt, ich wollte mich duschen. Stinke doch so sehr. Verdammt. Mist. Kann es sein, dass das Spiel ist, was der Gronkh mal gespielt hat? Ich kann mich irgendwie an so Parallelen erinnern, an so Räume und sowas. Er sieht alles so aus, als hätte er das schon mal gespielt hat. Ich meine, das hätte Gronkh schon mal gespielt. Na, ist auch egal. Ja, natürlich machen wir das nicht. Was haben wir da? Bei welchem Ding? Ja, hier lest alles durch, wenn ihr das wollt. Ich habe keine Lust an, das jetzt vorzulesen. Oh, ich wollte gerade abknallen. Wo ist der Rest des Teams? Wir haben wenig Zeit. Sie und Ihr Team sind unsere einzige Hoffnung, Alma zu stoppen. Lol, da war gerade jemand zu sehen. What the fuck? Was ist denn das? Cool, jetzt. Lol. Gott. Stereo. Das ist sie. Dieser Sturmkopf hat uns wahrscheinlich eben umgebracht. Was ist denn jetzt los? Sergeant Beckett, was ist los? Ist was? Ja, ich flipp gerade ein bisschen aus dem Kopf. Muss ich jetzt hier rausgehen? Also ich muss dem Mädchen folgen. Tun wir das doch mal. Ich komme. Warte, ich komme. Muss ich lang? Muss ich hier lang? Nee, muss ich nicht lang. Okay. Muss ich da und lang? Okay, ich komme. Ich komme. Ich komme ja schon. Wo lang? Aha. Okay. What the fuck? Was zum Teufel? Was zum Teufel war das? Was für so eine mega Atomexplosion kann das sein? Und tschüss. Okay, gut. Ja, schön. Ich würde sagen, das war ein Atombäumchen. Sieht fast so aus. Könnte sein. Aber ich habe das Gefühl, so ein bisschen, dass wir jetzt wahrscheinlich noch blöder im Kopf werden dadurch. What? Wer ist das denn?
Da kommen die Man in Black. Yeah, Mann, die Man in Black. Nehmen Sie an Bord. Wir haben wenig Zeit. Okay, ja. Ja, Leute, ich würde sagen, das war eigentlich ein recht guter Abschluss für dieses Video. Da ich jetzt keine Lust habe, weiter zu spielen, wenn ich das einfach das Spiel ziemlich ein Humbug finde. Ich hab halt leider keine Ahnung von dem Spiel. Ich kenne das Spiel kein bisschen. Ich weiß nicht, wie der erste Teil war und ich weiß auch nicht, der zweite Teil hat es mir jetzt irgendwie nicht so angetan. Da war zwar eben mal so ein Erschrecker dabei, aber mehr aber auch nicht, würde ich sagen. Deshalb. Vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem kleinen Special hier. An diesem kleinen Halloween-Special. Mit ein paar Games auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Also, haltet die Ohren steif, macht's gut. Bis denn dann. Haut rein. Ciao.